Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, zwei Bilder, zwei selbstverständliche Bilder für die damalige Lebenswelt bietet uns heute die Heilige Schrift, das Bild vom Hirten und das Bild vom Lamm. Bilder, mit denen vielleicht die meisten von Ihnen auch innerliche Bilder, Erinnerungen verbinden. Aber Hand aufs Herz, wann haben Sie zum letzten Mal einen leibhaftigen Hirten gesehen, einen Schäfer, der seine Herde über die Wiesen und Weiden ziehen lässt? Es scheint ein Bild zu sein, das so langsam aus unserer Lebenswirklichkeit verschwindet. Wer nach Rom kommt, kann in den Katakomben den guten Hirten, der das Schaf auf der Schulter trägt, als eine der ältesten Christusdarstellungen überhaupt finden. Manche von Ihnen werden sich vielleicht wie ich erinnern, dass auf dem heimischen Dachboden noch ein inzwischen verstaubtes, aufwendig gerahmtes Kunstdruckbild eines lieblichen, guten Hirten mit Schafen herumsteht, das vielleicht einmal im Schlafzimmer der Großeltern über dem Bett gehangen hat. Aber ansonsten schwinden unsere Bilder vom Hirten. Mit dem Lamm ist es vielleicht noch schwieriger. Zumal wir die Vorstellung haben, vielleicht von einem Lamm, das noch an der Seite des Mutterschafes über die Wiesen trollt, aber das geschlachtete Lamm, von dem in der Heiligen Schrift die Rede ist, das ist doch ein Bild, das uns weit weg ist, zumal ja die Produktion von Lebensmitteln und deren Verzehr heute durch ganz klare Bedingungen eben im Normalfall sehr weit auseinandergezogen sind und das, was wir essen, uns dann oft nicht mehr an die Weise, wie es entstanden ist, erinnert. Wir kennen vielleicht, wenn wir uns für die Kunst interessieren, die wunderbaren Bilder des geschlachteten Lammes aus dem Siglo d'Oro, der spanischen Malerei, wunderbar realistische, schön anzusehende Lämmer, wo nur ein fein gezeichneter, goldener Heiligenschein uns daran erinnert, dass es ein religiöses Bild ist. Also das Bild von Christus als dem Lamm, das geschlachtet ist, ist auch für uns heute ein ungleich gewagteres als das Bild vom guten Hirten, das uns noch etwas eingängiger ist. Das Bild vom Lamm ist auch vielleicht etwas schwerer zu verstehen und dennoch auch vielleicht tiefreichender noch sogar als der gute Hirt. Das letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung des Johannes, nennt Jesus das Lamm. Insgesamt 28 Mal. Liest man dieses ganze Buch, dann merkt man sofort, dass dieser Name zu tun hat mit dem Sterben Jesu und mit dem Ostermorgen. Aber was genau? Eine alte jüdische Erzählung kann uns vielleicht einen Hinweis geben. Gott, so heißt es da, hatte alles gut geschaffen. Die Tiere zogen in langer Prozession an ihm vorüber. Mit Stoßzähnen die einen, mit Krallen die anderen, mit Panzern die dritten. Abseits stand ein Tier, das ängstlich auf die Nashörner, Schlangen, Tiger, Löwen und Krokodile schaute. Ein Lamm. Es war wie verloren, hatte nichts, um sich zu verteidigen, geschweige denn anzugreifen. Als der Schöpfer die Angst des Lammes merkte, fragte er, was er ihm denn zu seinem Schutz geben solle. Klauen, Hörner oder auch einen Panzer? Das Lamm lehnte alles ab. Da gab ihm der Schöpfer Geduld und Demut. Die ersten Christen werden diese Geschichte wohl nicht gekannt haben. Aber genau das, was diese kleine Erzählung meint, das hatten sie mit Jesus erlebt. Er war durchaus jemand, dem ja Gefühle nicht fremd waren, denn er war wahrer Mensch. Er liebte, weinte, trauerte, konnte zornig sein, warf die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel. Aber nie hat er sich mit einem Panzer geschützt gegen das, was an ihn herankam, am allerwenigsten gegen Menschen. Und die Gewalt, die man ihm antat,
hat er nicht mit Gegengewalt beantwortet. Auch Demut kannten sie an ihm. Nie hat er um sich etwas hergemacht, für sich etwas gefordert. Um Gott ging es ihm und um den Menschen und darum, dass beide zueinander finden. Und die Geduld, die hatten die Jünger mit ihm hautnah erleben können, wie er ihre Begriffsstutzigkeit, ihren Kleinglauben ertrug, damals beim Sturm auf dem See, bei der Sache mit den Broten, bei den Heilungen. Und am meisten betroffen gemacht hatte sie ja am Ende das Ende. Der Karfreitag und das, was daraus wurde. Das war ja auch nichts anderes als ein Ausdruck durch nichts zu beirrender Geduld gewesen. Sie hatten ihn verlassen, Petrus hatte ihn sogar verleugnet. Und trotzdem durften sie ihn als den Lebendigen, den vom Tod nicht Vernichteten, erleben. Wäre ihnen das geschenkt worden, wenn er sie aufgegeben hätte, weil sie doch nie begreifen würden, wofür er gestanden hatte? Also auch der Ostermorgen, die vielen Erscheinungen, noch ein Zeugnis einzigartiger Geduld. Die Verletzlichkeit, die Demut, die Geduld, Gründe genug, um zu sagen, wie ein Lamm war er. Christus als Lamm, Gott als Lamm. Das Lamm, die Ikone des Geduldigen, des Wartenden, des Verletzlichen Gottes, des so lange Wartenden, bis auch noch der Letzte wieder zu ihm gefunden hat. Liebe Schwestern und Brüder, diese Ahnung wohl hat, inspiriert durch den Heiligen Geist, dem Visionär der Offenbarung, der Apokalypse, dieses letzten Buchs der Heiligen Schrift, die Feder geführt, der heute in der Lesung zu uns sprach. Es war eine bedrängende Zeit damals gewesen. Die junge Christengemeinde, eine kleine Gruppe inmitten einer abweisenden, zum Teil immer auch feindseligen Umwelt, einer Welt voller Götter und Kulte. Und trotzdem ist er sehr gewiss, diejenigen, die durch diesen Jesus, durch das Lamm zu Gott finden, werden nicht wenige sein. Im Gegenteil, eine große Schar aus allen Nationen, aus allen Stämmen werden sie bilden, aus allen Sprachen und Völkern. In Worten von heute, ob Russe, ob Deutscher, ob Indier, ob Afrikaner, ob Asiat, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, erfolgreich oder gescheitert, wer, wo immer er ist und was immer er tut, an Jesus Maß nimmt, kommt durch. Dass es so viele sind und so viel Verschiedene, kann von gar nichts anderem kommen als von seiner Geduld. Da wird niemand ans Ziel gescheucht oder zum Ende gepeitscht. Jesus war sich von Anfang an sicher, wer auch nur einmal ernsthaft nach seinem eigenen Woher und Wohin fragt, wird begreifen, was ihm das Evangelium sagen kann und ihm darum folgen. Jedem ist dafür seine Zeit eingeräumt und Geduld heißt immer so viel wie viel Zeit. Natürlich, diese Zeit kann ich vertun. Aber davor ist sie gegeben, damit sie genutzt, ausgeschöpft werde. Der Seher der Offenbarung hat das wohl auch so gesehen. Und er war so froh darüber, über dieses Zeithaben und das Geduldigsein Gottes, das in der Geduld Jesu des Lammes sichtbar geworden ist, dass er unversehens von Jesus dem Lamm jetzt in ein anderes Bild hinübergleitet, so wie es jemandem passiert, der ganz und gar von etwas in Beschlag genommen ist. Was der Name Lamm meinte, das erinnerte ihn unwillkürlich an den anderen, geläufigeren Jesus-Titel Hirt. Und darum sagt er, das Lamm wird die große Schar weiden und zu den Quellen mit dem Wasser des Lebens führen.
eigentlich ja ein unsinniges Bild, ein Lamm, das tut, was sonst des Hirten ist. So ungewöhnlich, so einzigartig hütet Gott. Der Seher will mit seinem widersprüchlichen Bildwort sagen, so jemandem kannst du unbedingt trauen. Und das seht das Lamm Gottes, das uns später vor der Heiligen Kommunion wieder verkündet, zugesagt wird, besiegelt dieses Versprechen der Geduld und Treue Gottes. Er schenkt sich uns heute, an jedem Sonntag. Er will Gemeinschaft mit uns haben, damit wir uns von ihm führen lassen können, auf das Ziel hin, auf das er uns beruft. Bitten wir Gott, dass wir in der Nachfolge des Lammes auf dem Weg der Geduld, der Verletzlichkeit, letztlich auf dem Weg der Liebe bleiben. Und bitten wir den Herrn heute an diesem Sonntag auch, dass er viele berufe, dass sie ihr Leben in den Dienst dieser Nachfolge stellen, in die Nachfolge des guten Hirten, damit auch heute viele Menschen den Weg finden zu dieser wunderbaren Quelle des Lebens und der Liebe. Amen.